Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Dirndl-Look. Ich hatte überlegt, nicht, ich hatte überlegt, Quatsch, so ein Blödsinn. Mich hat die Sunny angeschrieben, ob ich ihr mal vielleicht eine Inspiration sein könnte. Und wir haben beide Life is a Dark, die Palette hier, die ich auch super mega klasse finde. Und ich finde es toll, dass du sie nachgekauft hast, weil die ist wirklich astrein. Ich finde sie so gut. Ich blende euch mal das Bild ein, was für ein Dirndl sie hat. Sie hat so einen gelben. Ich hatte jetzt leider kein gelbes Haarband, sonst hätte ich das reingemacht. Weil irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir ja noch so eine. Aber das passt nicht. Sie hat so einen senffarbenen Rock, sag ich mal. Ich habe nichts dergleichen, was mir in den Kopf schießt sofort. Ich hatte jetzt nur das hier, was ich auch, glaube ich, zum Festival-Look fast benutzt hatte. Sowas in der Art. Irgendwie sieht das komisch aus, ne? So, so ist schon besser. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Und ich hatte, wie gesagt, ihr gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Meine Augen sind geprimed. Augenbrauen habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich dann gleich. Wir fangen jetzt an mit dem Look. Was so eine Inspiration sein könnte. Ich habe keine Ahnung. In ihrem Kleid sind noch so rote Blümchen drinne und schwarz. Also ja, weiß, gelb, schwarz. Sowas um den Dreh. Und rot. Ich würde aber rot natürlich auf die Lippen lieber packen und damit irgendwie was kreieren. Rot, gelb und in schwarz. Natürlich auch weiß sollte dabei sein. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich fange jetzt mal an, eine Base zu schaffen und da benutze ich den hier am allerliebsten und den zu Eva Luxe Soft Crease 221 und trage mir das jetzt einfach mal in die Crease so ein bisschen auf. Ich habe meinen Lidschattenprimer nicht gesettet. Das brauche ich bei der Palette nicht, weil sie lässt sich super, super, super gut verblenden. Ich habe leider kein Dirndl, aber ich ziehe mir jetzt gleich eine Jäckchen an, die in der Farbe ähnlich kommt. Ich habe auch nichts senffarben, das muss ich sagen. Ich mag die Farbe nämlich überhaupt nicht. Ich finde auch Blondinen, meine persönliche Meinung, ne, steht einfach dieses Senf nicht. Aber es ist ja jetzt nicht pures Senf, sondern da ist auch schwarz und rote Blümchen. Also als Dirndl ist es noch für mich in Ordnung, sag ich mal, geht noch durch. Sunny, aber so an sich, wenn ich eine senffarbene Jacke an eine Blondine sehe, das beißt sich, finde ich persönlich. Jedem selbst überlassen. Mein Gott, ich ziehe mir mal das Jäckchen an. So, so und aber das ist nicht oben, sondern eher so unten am Kleid. Ihr habt es ja gesehen, wie es aussieht. Genau, und das verblende ich einfach nur großzügig. Ich bin jetzt einmal jeweils reingegangen und habe so einen leichten Übergang. Dann nehme ich mir einen etwas kleineren Pinsel. Ich habe nämlich Pinselmangel gerade. Das ist alles noch, was ich habe, was ich noch so als Backup habe sozusagen. Also was meine sauberen Pinsel sind. Und die müssen wir heute auch benutzen. Denn meine anderen müssen dringend in die Reinigung. Muss ich erstmal popeln. Um den Pinsel zu finden, den ich benötige. So, dann habe ich hier so einen kleinen Blender. Man könnte auch mit Rot und mit Gelb was spielen. Ich habe auch überlegt, ob wir hier jetzt ein bisschen dunkles Rot auftragen und dann nachher mit Gelb nochmal so ein bisschen Akzente setzen. Aber ich gehe jetzt erstmal in das Gelb rein, was auch farblich echt gut zu der Jacke passt. Und trage mir das hier so ein bisschen auf. Gar nicht so weit vor, weil es finde ich nicht so schön. Wenn das einfach kein Weiß drin ist. Also ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Ich finde, die Looks, wenn die zu dunkel vorne sind, dann wirkt das immer so boah, trist und irgendwelche Werbung kommt davor. Ich sollte öfters mal Haarzeug reinmachen in die Haare. Ich bin einfach zu faul. Ich habe jetzt auch so Papillotten oder wie die Dinger heißen, die werden wir auf jeden Fall testen. So. Und dann gehe ich jetzt einfach mal in das Rot rein. Das ist auch ähnlich wie dein, wobei es ein bisschen heller ist, aber gut.
Ich packe das jetzt erstmal so aufs Lid und verblende gleich nochmal. Die Kunst ist ja einfach beide Looks gleich hinzukriegen. Also beide Augen, ne? Das ist eigentlich die Kunst an der Schminke, dass beide Augen gleich aussehen, obwohl beide Augen nicht gleich sind. Ich habe hier auch einen Vergrößerungsspiegel. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal in meinem Leben noch Kontaktlinsen zum Schminken. Es ist nämlich gar nicht so einfach, von einer gewissen Entfernung sich dann zu schminken. Und Sunny hat eine Brille. Ich hatte gefragt gehabt, weil es darf auch ein bisschen kräftiger sein. Deswegen mal gucken, was wir jetzt hier gestalten. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Look gleich online kommt oder lieber lassen und lieber nochmal einen zweiten kreieren. Keine Ahnung. Vielleicht misslingt mir das ja auch. Kann ja auch sein. Dann benutze ich einen Blender, den ich eben gerade habe, und verblende einfach mal diese harten Kanten hier. Damit wir einfach schon wissen, was für eine Richtung uns das führt. Und dann muss ich dringend Mama zu Hause anrufen. Meine Tante fährt ja heute. Wenn ihr meine Base sehen wollt, wie ich die kreiert habe, also mein Gesicht an sich, dann habe ich euch auch ein Video. Vielleicht packe ich es einfach mal in die Infobox rein, weil das ist das Video, wie ich meine aktuelle Gesichtsroutine mache. Also mein Make-up unten drunter sozusagen. So, so schön. Also wirklich, das ist. Ich möchte mir die Luna zweite Palette da auch gönnen. Wobei ich die Abstufungen nicht ganz so toll finde, weil es irgendwie gleich alles aussieht. Ich finde, die Palette sieht irgendwie gleich aus. So. Und wenn ihr Bock habt, euch so krass zu schminken, dann macht das und scheißt, was andere sagen. Wie oft sagt mein Freund, oh nee, das sieht heute nicht gut aus. Da habe ich ihm gesagt, habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Wenn ich dich frage, dann kann ich mir antworten. Wenn es dir nicht gefällt, dann guck halt nicht hin. Wir sind, klar sind wir in einer Beziehung, aber ich muss doch nicht immer das machen, was mein Partner befürwortet. Und wenn ich besonders gut aussehen möchte, dann natürlich mache ich für ihn das, wenn wir jetzt, wenn er mich die ganze Zeit angucken müsste oder so. Aber wenn ich doch mein Hobby sozusagen ausleben möchte, dann lass mich. Lass mich. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mit diesem kleinen Blenderpinsel, den ich ja gerade eben für das Geld benutzt habe, einfach nochmal in einen Kosmetiktuch rein. Und hier ist meine Brühe. Und ich sprühe das auf. Was auch klar ist, ne? Und gehe in das Schwarz rein. Und da versuche ich wirklich nicht ganz so viel zu verwitschen. Und verdunkel mir einfach nochmal das Rot. Weil ich finde, es sieht dann doch nicht so intensiv rot aus. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann einfach so schwarz wie meine Seele. Und verblende das. Es ist kein mach das unbedingt. Sunny, du weißt ganz genau, mach das, was du willst, ne? Es war einfach nur so eine tolle Idee, mal was ganz anderes auszuprobieren und sich an etwas. Ich würde auch gerne so verschiedene Farben ausprobieren. Ich habe so schöne bunte Paletten. Mir macht das unglaublich Spaß. Ich habe schon gedacht, Blumen nachzuschminken. Wisst ihr, was ich meine? Mir eine bestimmte Blume auszusuchen oder Tiere zum Beispiel. Ich finde ja V so wunderschön mit diesem Grün, Blau, und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Im Innenwinkel. Im Innenwinkel gehe ich in das Weiß rein und versuche mir so ein bisschen, ja, so ein helles Gelb zu erschaffen, noch heller von der Abstufung her. Die Pinsel sind echt toll, so um
so Dateiarbeiten zu machen. Gefällt mir mega gut. So, könnt ihr mal sehen, wie es jetzt kreiert worden ist. Also was ich da jetzt gemacht habe. Und dann gehe ich einfach mit dem eigentlich sauberen Pinsel, den ich gerade eben schon zum Verblenden benutzt habe, einfach nochmal hier so rein. Meitli! Ach, Meitli, du! Und auf dem beweglichen Lied würde ich jetzt einfach mal ein bisschen säubern. Ich guck mal, was ich so an Trotz da habe. Fuh, ist das so eine schwierige Angelegenheit? Da so eine Idee. Naja. Wenn ich jetzt nämlich anfange, da groß rum zu experimentieren, wird das heute eh nichts. Ich gehe einfach mal mit einem, ja, eigentlich ist es so ein Pinsel rein und versuche mir so ein bisschen Lid wieder herzustellen. Ich glaube, ich laufe auch heute so rum. Das Jäckchen ist übrigens nicht von mir, das gehört meiner Tochter. Das hat sie von meiner Mutter bekommen. Und ich habe gleich an das Jäckchen gedacht, als Sunny mich gefragt hat. Und im September fängt es an. Und ich habe natürlich nicht nein gesagt. Also mir macht das auch wahnsinnig Spaß. Ich mache das jetzt nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Ich würde nämlich sagen, nee, du, ich habe keine Lust, wenn ich darauf gar keinen Bock hätte. Also das, So, ich habe mir ein bisschen Lied wiedergegeben. Gar nicht so extrem oder sowas. Denn ich möchte hier in den Innenwinkel nochmal den hellen Ton, also den weißen Ton, einfügen. So. Ja, dass wir so ein bisschen Helligkeit wiederbekommen auf die Lider. Und dann das Gelb. Und dann kommen wir noch mal zu dem Rot. Und dann gehe ich noch mal in das Rot rein und trage mir hier hinten das Rot noch mal auf. Wer natürlich möchte, kann sich eine Nude-Lippe machen. Ich denke, dass roter Lippenstift eigentlich ganz gut passt, auch wenn es so bunt ist. Muss ja jeder selber wissen, was er macht. Und wenn man möchte, kann man das auch toppen. Ich würde es tatsächlich auch noch so toppen. Ich nehme, also ich habe jetzt eigentlich im Prinzip das Dunkelrot benutzt, das Gelb, das Weiß und das Schwarz und das hier als Übergangston. Und jetzt möchte ich in diesen Ton hier reingehen und mir den ein bisschen so auftupfen auf das Gelb und auf das Weiß. Das ist so ein bisschen wisst ihr, was ich meine? Dass so ein bisschen Schimmer kommt. Unten am Wimpernkranz würde ich mit dem Rot weiterarbeiten. Also ich musste gar kein neues Produkt nehmen, weil auf dem Pinsel noch reichlich ist. Und dann würde ich auch in den
weißen Ton nochmal reingehen. Mir ein bisschen wieder weiß zurückholen. Und dann können wir nämlich in das Schwarz gehen mit dem Pinsel. Und ein bisschen hier so am unteren Wimpernkranz verdunkeln. Jetzt kommt die Sonne gerade zurück. Also man kann ganz, ganz tolle Looks damit kreieren, wirklich. So als eben, wie gesagt, so ein bisschen toppen. Ein bisschen Glitzer schadet ja nie. Ein bisschen zu viel, ne? Weil es verteilt sich dann auch auf meinem Augenlid bei diesen Toppern, weil ich halt eben Schluppis habe. Aber man kann natürlich auch Schimmer benutzen. Ja, du hast ja auch, glaube ich, die Goldpalette dir zugelegt oder so. Da kannst du ja auch alles Mögliche draus machen. Ein bisschen Glitzer. Brauchen wir ein bisschen Glitzer? Ich weiß es nicht. Ich denke... Also mir persönlich würde das, denke ich, reichen. Ein Lidstrich, wenigstens ein Lidstrich. Aha. Na dann. Ja. Lidstrich, Flüssigliner. Wenn du magst, kannst du dir falsche Wimpern dran kleben. Ja, das macht noch ein bisschen dramatischer. Ich weiß nur nicht, wie es mit der Brille ist. Ob das dann die ganze Zeit dran datcht oder... Ich heute eine Eierhand, das ist unglaublich. Zurzeit mag ich auch nicht so wirklich Wingliner, weil ich es einfach nicht richtig hinbekomme. Mich das dann ärgert, wenn es ungleich ist. Dann mache ich mir mal den Fallout weg, den ich erzeugt habe. Ja, also ich würde dir auch mit dem Topper raten, dass du das danach machst. Erst dein Gesicht machst und dann. Ich benutze jetzt nochmal einen schmaleren Eyeliner, um das auszubessern, was ich verkackt habe. Die Innenwinkel. Dann tusche ich mal meine Wimpern. Ich bin jetzt kein Profi, ne? Was habe ich da jetzt kreiert? Ja. Das tut bitte nicht, was ich getan habe. Okay, das bleibt jetzt so. Leute, das tut mir jetzt echt leid, was ich hier verkackt habe. Wir tuschen unsere Wimpern. Da benutze ich die LR. Die finde ich echt nicht schlecht. Ich denke, preislich nein. Aber vom Tuschen her, die ist schön beppig. Wisst ihr, von Anfang an, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt war, wie lange sie jetzt offen war oder sowas. Aber ich finde sie echt, ich vermute mal nicht so lange. Aber ich finde sie gut. Wenn sie immer so ist, dann kann ich sie echt empfehlen, weil sie ist schön. Das ist die Deluxe Edition. Ich finde, Sunny, du könntest ja noch so... Ich weiß nicht, was man da reinmacht. Stroh? Weiß gar nicht, wie das ist, was man in den Haaren reinmacht. Auch so Blümchen, oder? Also ich würde jetzt einfach entweder gelbe Blümchen reinmachen, wie zum Dirndl passend. Oder
Ich muss mal kurz in den größeren Spiegel gucken. Ich muss auf jeden Fall meine Augenbrauen jetzt machen. Wir machen das so. Ich mache jetzt meine Augenbrauen nochmal und dann hole ich euch nochmal zurück, wenn wir dann zu den Lippen kommen. So, ihr Lieben, ich wäre soweit. Ich habe jetzt meine Wimpern eigentlich gut getuscht. Man könnte auch noch eine zweite Schicht auftragen. Ich habe auch meine Augenbrauen verkackt. Manchmal, ich weiß es nicht, manchmal will es einfach nicht klappen mit den Augenbrauen. Das ist dann einfach so. Vor allen Dingen mit diesem kleinen Gefummel. Ist zwar toll zum Ausprobieren, aber ja. Ich habe hier so zwei Lippenkombis, vielleicht auch noch eine dritte oder eine vierte. Man kann so viel machen mit den Lippen, ne, Sunny? Das weißt du ja auch. Ich würde tatsächlich mal den hier von BH Cosmetics, den hast du mir zugeschickt. Vielleicht hast du ja noch einen anderen roten. Für mich ist wichtig bei Rot, dass es matt ist. Also, was heißt matt? Dass es einfach länger hält. Sie sind schon relativ trocken, die BH Cosmetics Liquid Lipsticks. Aber ich mag sie einfach, weil sie eben so trocken sind. Die halten dann auch etwas aus. Ich würde euch immer einen Lip Liner raten. Das habe ich natürlich vorher nicht gemacht. Das wäre mein Look zum Dirndl. Dann natürlich so ein süßes Haarband, was halt passend zu deinem Kleidchen ist. Und du wirst ready to go. Ja, was sagt ihr? Gefällt euch das? Oder sagt ihr, nee, Alter, lass mal stecken? Ja. Mein Patzer. Ich weiß nicht, ob ich den wegkriege oder nicht. So, wir gucken mal, ob das auch... Ich denke zwar nicht, vielleicht da oben, ja. Das stört mich jetzt auch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so. Ich denke, ich könnte schon tagsüber so rumlaufen, mich würde es ja nicht stören. Aber was sagt ihr zu meinem Dirndl? Und dann kannst du ja auch noch einen passenden Nageldesign auswählen. Eine Brezel auf dem Kopf und gut ist. Ja, das ist mein Look. Ich hoffe, er gefällt dir, Sunny. Ich hoffe, du konntest dich inspirieren lassen. Probier die Palette in Ruhe aus. Du hast noch ein bisschen Zeit, einen Monat hast ja noch. Und teste dich einfach aus. Und dann sehen wir uns einfach, wenn du deinen Look gemacht hast, dann kannst du mir gerne ein Foto schicken. Und wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr mir auch gerne irgendwelche Anlässe, keine Ahnung, einfach eine Inspiration für mich auch, dass ich aussuchen kann, für mich zum Beispiel, wie würde ich mich dazu schminken, ne? Das sieht ja jeder anders da. Für mich wäre das ein optimaler Look. Man könnte sich noch eine Brezel irgendwo hinschmieren. Tschaikowski!